mal den Müll Das ist echt, haben wir, was Kinder angeht, haben wir echt Schwierigkeiten, definitiv. Also, einfach weil man es auch nicht so oft braucht tatsächlich. Und dann ist man nicht routiniert mit den Gerätschaften, sage ich jetzt mal. Okay. Aber da probieren wir uns immer auf den aktuellen Stand zu halten. Genau, und dann hier so das Rundumpaket. Wir haben hier meinen Sauerstoff. Wenn die Sauerstoffsättigung im Blut nicht so gut ist, weil man zum Beispiel schwer Luft kriegt, kann man hier Sauerstoff geben. Und dann ist auch gleich unser Beatmungsbeutel drin. Beispiel. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, kann man dem Patienten helfen zu atmen, wenn er es nicht mehr alleine schafft. Dann so. Genau. Dann kann man hier noch die Maske aufschrauben, die kommt aufs Gesicht. Und dann kann man quasi ihm hier helfen, dass der Sauerstoff in die Lunge kommt. Genau. Was haben wir sonst noch so? Wir haben hier drüben noch eine Absaugung. Ihr könnt gerne rüberkommen. Eine Absaugpumpe. Kannst du auch mal rausholen. So, genau, eine Absaugpumpe. Da ist ein Behälter und wir haben hier einen Schlauch vorne drin. Damit kann man dann Sachen absaugen. Wenn der Patient zum Beispiel so ein bisschen Ich meine, kann das nicht.
Ja, du? Oder eben was Wasser her, wenn man die Weingabe durchordnen müsse. Welche Straße könnte man nicht? Aber so wie damals auf dem Waldweg, ich hatte es gerade, geht es uns. Da geht es mit dem Wasser. Und für uns war es selber mit Arschfeuerwerk, jetzt in Deutschlands erste Fahrzeug bei einer Feuerwehr, so aufgebaut ist. Und das war für uns dann auch, da macht man viel Rechner, das haben wir auch gemacht. Rechner ist hochverlust, bei der Menge, so weit. Obwohl es dann nämlich wissen, was wirklich geht. Nee, klar. Und dann haben wir das mal aufgebaut auf die Firma, die das in Deutschland dann betreut hat. Also der Container ist in der Schweiz gebaut worden. Die haben mehr Erfahrung mit den Arschläufen. Beziehungsweise die nutzen die auch regulär, weil das bei denen aus Militär. Wir sind von der Feuerwehr Eckenstein-Leopoldshafen. Wir haben unser Wechselladerfahrzeug mitgebracht mit dem Abrollbehälter Wasserförderung. Das Fahrzeug kommt überregional zum Einsatz und ist deutschlandweit bisher ein Prototyp. Wir sind die einzigste Feuerwehr, kommunale Feuerwehr, die eine Wasserförderung mit Arschläuchen macht. Wir haben das Fahrzeug seit 2 Jahren im Einsatz und haben jetzt mehrfach bei Brandereignissen, die in der Region waren, das Fahrzeug erfolgreich zum Einsatz gebracht und konnten so die betroffenen Feuerwehren entsprechend unterstützen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Was für ein Interesse.